So, hier haben wir noch ein paar Kartons. Sieht aus, es wäre da nicht so aus, als wäre da etwas Brauchbares dabei. Ich wollte gerade sagen, hier gibt es nichts zu holen. Nichts zu holen, gut. Hier haben wir wieder so ein Gerät. Das könnte wieder so ein Spender sein, ne? Aber der Mülleimer ist am Verhungern. Und hier könnten diesen Tresor manipulieren. Wenn wir den Pin ändern, kommt hier niemand mehr an sein Guthaben. Das wäre bestimmt ziemlich lustig. Also, ich würde das natürlich niemals tun. Wir könnten diesem milliardenschweren Unternehmen ja nicht noch die letzten Credits versperren. Diese Entscheidung liegt aber glücklicherweise bei dir. Lass uns den Pin ändern. Aber natürlich, so wird's gemacht. Zack. Ich würde die Reaktion am Montag echt gerne sehen. Oh ja, ich auch. Was hier dann am Montag los ist. Vergammeltes Essen. Die Leute kriegen ihr Lohn nicht. Und kommen dann auch noch. Dann, ja gut, okay, dann gehe ich kurz zu meinem Tresor und hol mein Geld. Dann ist hier die PIN noch geändert. Übelst dem Laden ans Bein gepinkelt. Sehr gut. Oh Mann. Also irgendwie habe ich Mitleid mit den Mitarbeitern, aber die Firma bleibt ja auf den Kosten hängen, ne? Also die verzögern sich ja sozusagen nur. Der Lohn verzögert sich ja nur. Also ja, diese Kisten stehen im Weg. Ja, das ist dir auch aufgefallen, ja? Hier, Cheetah Guns, ist das nicht unser Lieblingsgame? Ein absolutes Lieblingsspiel. Gut. Halt, hier ist ein Schalter. Glaube ich, eine Konsole. Nee. Lass mal sehen. Ach so, das war das mit der Information. Gut. Ja, dann würde ich sagen, haben wir hier auch alles. Ach, hier ist doch ein Ding. Selbst der Automat ist schon geplündert. Aha. Warum sind denn hier so eilig los? Und was haben die hier geforscht? Strange. Gut, dann gehen wir mal in Etage 2 und hacken das Ding. Dann müssen wir bestimmt abhauen, ne? Und deswegen hat er mich auch gefragt, ob ich mich vorher nochmal umsehen will, damit wir noch diesen Toaster finden. Gut. Hier hinauf. Und ich sehe schon, komm, wir müssen wieder zocken, ne? Noch dazu steht der Einzelne. Ja, ja, das kennen wir schon. Wäre Videospiel, Questgegenstand. Legen wir los und schauen wir uns nochmal um. Es kann sein, dass wir den Alarm auslösen und flüchten müssen. Fangen wir an. Das wollte ich hören. Na dann, Meisterhacker. Zeig mal, was du drauf hast. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ich würde mal gucken. Alter, diese. Übrigens, diese Effekte mit diesem Weiß und so, ne? Ich finde, das sieht so schrecklich aus. Sieht auch dann in einem gerenderten Video so schrecklich aus. Dieses weiß verkrisselte. Okay. Was sollen wir tun? Überblick verschaffen? Was ist, wenn ich jetzt Hacking aufgebe? Ich probiere es einfach mal. Weißt du, was du da tust? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich mach mal speichern. Hier, den hier. Speichern. Überschreiben. So. Und dann mache ich mal und guck mal, was passiert. Wenn es jetzt heißt, ja, wir haben das Hacking leider nicht geschafft, dann mache ich es natürlich. Weil ich will hier natürlich, ne, dass das alles läuft. Weißt du, was du da tust? Ja, aufgeben. Also irgendwas ist hier kaputt. Dabei sind wir schon so weit gekommen. Kannst du das Problem beheben? Das meine ich, ne? Die Person, die da in der Mitte liegt. Ich glaube, das sind wir. Also unser echtes Ich. Einen Moment. Jetzt sollte alles funktionieren. Das war jetzt echt beeindruckend. Du bist wirklich verdammt gut geworden. Hä? Was? Müssen wir nochmal hacken? Wir sind doch schon fertig. Ach so! Oh geil, ich kann das Spiel einfach überspringen. Sorry Leute, ne? Also natürlich mache ich es mir jetzt ein bisschen leicht, aber ich habe da echt weder Nerven noch irgendwas zu. Also sorry, es tut mir leid, aber das überspringe ich ab jetzt. Oh, finde ich gut, dass das geht. Verdammt, Kunzimk. Ich komme einfach echt nicht drauf klar, dass wir das geschafft haben. Ja, ich auch nicht. Wir beide sind wirklich ein starkes Team. Lass doch mal sehen, was wir hier haben. Ein paar Dokumente zum Klonen von ausgestorbenen Tierarten. Updates zu den Überwachungskameras in den Wohnungen der Bürger.
Oh, was ist denn Projekt Gedankenkontrolle? Aha! Gedankenkontrolle! So wie wir deine Gedanken kontrollieren, das sind wir doch! Wir sind doch auch im Projekt Gedankenkontrolle. 100 Pro. Ist denen echt kein cooler Codename eingefallen? Eine Software zur Überwachung unserer Hirnchips? Oh, halt, warte. Da steht ja noch mehr. Scheinbar dient das Tool der Kontrolle aller Hirnchips. Ermöglicht es, jeden Chip jederzeit zu orten, Gedanken zu kontrollieren und zu manipulieren. Individuen völlig willenlos zu machen. Sie dazu zu zwingen, jeden Befehl auszuführen. Tierversuche erfolgreich durchgeführt. Ach so, an Tieren haben sie es schon geschafft. Ja, bei dir funktioniert es ja auch scheinbar. Die wollen die Kontrolle über jeden Menschen? Und ich dachte immer, unser aktuelles Überwachungssystem wäre geisteskrank. Kunzink, wir müssen das löschen. Ja, als ob wir jetzt hier auf diesem Server was löschen und dann ist es weg. Als ob die kein Backup hätten, wenn es so wichtig ist. Okay, lass mal sehen. Cloud-Backups. Sowas braucht doch kein Mensch. Weg damit. Hä? Was ist denn jetzt los? Das sieht echt buggy aus. Aber der Löschvorgang der Backups scheint erfolgreich durchgelaufen zu sein. Warte. Ich möchte das noch einmal kontrollieren, nur um ganz sicher zu sein. Okay, da ist nichts mehr zu sehen. Perfekt. So, dann wird es Zeit, euer Projekt endgültig zu vernichten. Jetzt müssen wir die lokalen Dateien für immer von dieser Welt verabschieden. Hey, was tust du da? Hä? Sofort weg von diesem Computer! Oh, wir wurden erwischt. Das war doch so klar. Der hat eine Knarre. Sofort zu mir drehen und die Hände dahin, wo ich sie sehen kann. Hände hoch, Hände hoch. Ein Moment, das ist nicht so. Halt die Schnauze, bis ich weiß, was ich mit dir mache. Hauptsache nicht umbringen. Zentrale, hier Wachmann PS2539. Ja, bitte Rückmeldung. Over. Wir haben hier einen Eindringling im Hauptfirmensitz. Das ist der Hauptfirmensitz? Ist ja kläglich. Die Person hat sich an einen der Rechner gestellt und... Scheiße, ey. Ich hab so ein verdammtes Herzrasen. Ja, das glaube ich dir. Der Typ zieht ja auch mit einer Knarre auf dich. Ich glaube, nichts verursacht mehr Herzrasen als das. Also für mich persönlich. Ich glaube, wenn jemand eine Knarre auf mich halten würde, holy shit. Da wäre ich aber ganz, ganz leise. Und würde wahrscheinlich, ich wäre einfach schon so geschockt, dass ich einfach kein Wort mehr sagen könnte. Glaube ich. Gut. Es tut mir wirklich leid, Kunzim. Ich habe versagt. Die werden mich töten. Und das war's dann. Du glaubst, die töten Kinder? Hä, natürlich töten die Kinder. Die sind doch so skrupellos. Die gehen doch über jede Leiche. Also die scheißen ja nicht nur auf Menschenrechte und auf den Planeten, die scheißen ja auf alles. Oder? Denen ist doch jedes Mittel recht. Oh, glaub mir, ich kenne die Leute. Ich habe gesehen, wie die vor meinen Augen jemanden getötet haben. Und alles, was diese Person getan hat, ist zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Sir! Achso, Sir, bitte wiederholen. Ich glaube, ich habe... Kunzim, bitte hilf mir. Ich will wirklich noch nicht sterben. Nee, ich werde mein Bestes tun. Ich habe noch so viel vor. Ja, weil bist du unschuldig. Na, okay, so unschuldig. Du bist zwar nicht unschuldig, aber sagen, nennen wir es Kavaliersdelikt. Und man kann das auf jeden Fall verstehen, deine Beweggründe verstehen. Und du hast immerhin edle Motive, ne? Und deswegen würde ich auch nicht wollen, dass du stirbst. Aber, Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aha, der hat den Befehl bekommen, uns umzubringen. Wir können doch nicht. Das darf doch alles nicht wahr sein. Ich bin so am Ende. Bleib ruhig, Ellie. Ich mache das.
Was hast du vor? Das Einzige, was uns noch hilft. Natürlich, Sir. Ich soll deren Software benutzen? Das kann ich nicht. Dann bin ich genauso schlecht wie die HAO. Hä? Du stirbst gleich, Ellie! Hä? Um zu überleben ist doch wohl jedes Mittel recht. Scheiße, Mann. Ich glaube, ich fühle meine Hände nicht mehr. Lass mich nur machen. Und er lässt uns auch machen. Sehr gut. Ja, Sir. Ich führe den Befehl aus. Es tut mir leid, Kleine, aber ich muss dich leider eher... Hey, was tust du da? Hacken? Ich tue das Richtige. Jetzt bekommst du, was ihr HRO-Penner verdient. Lauf weg und er schießt dich? Spring ins Wasser und ertrink. Scheiße, müssen wir den jetzt umbringen? Okay. Ich glaube, ich habe verstanden. Wir kontrollieren jetzt seine Gedanken. So Jedi-Gedankenspielmäßig, dass wir ihm jetzt sagen, was er machen soll und er wird uns Folge leisten. Das heißt, lauf weg und erschieß dich oder spring ins Wasser und ertrink. Oh, ist das grausam. Das geht schnell, aber hinterlässt eine Riesensauerei. Entschuldigung, dass ich gerade so denke, aber spring ins Wasser und ertrink. Oh, das ist beides voll grausam. Ich will nicht, dass er stirbt. Können wir nicht sagen, geh weg? Geh weg und vergiss, wer ich bin? Wisst ihr, was ich meine? Warum müssen wir denn jetzt ihn töten? Scheiße. Ich sage, spring ins Wasser und ertrink. Ist das die humanere Art? Ich habe mal gehört, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen düster, aber ich habe mal in einer Doku über Nahtoderfahrung gesehen, die war wirklich krass, wirklich krass. Da gab es Leute, die tatsächlich ertrunken waren und für einen kurzen Moment wirklich weg. Also die sind, ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll, sie sind ertrunken und dann wieder zurück zum Leben geholt worden. Und die haben deswegen haargenau berichtet, wie sich Ertrinken anfühlt und meinten, es ist gar nicht so schrecklich, wie man sich das vorstellt, sondern nur die Atemnot am Anfang. Das ist aber sehr, sehr makaber, so darüber zu reden. Deswegen halte ich mal schön meine Klappe und entscheide mich einfach, weil erschießen finde ich echt brutal und blutig. Komm, ey, ich mach jetzt einfach das. Ich würde am liebsten Option 3 wählen und dass er gar nicht sterben muss. Aber das können wir leider nicht. Gut. Bekommst du, was ihr HRO-Penner verdient? Den Tod. Du findest, er hat den Tod verdient? Das finde ich nicht. Ich finde den Tod dann doch ein bisschen zu drastisch. So den Lohn zu klauen und das Essen vergammeln zu lassen, ist ja das eine. Aber den Tod? Nee. Da finde ich das ganz schön überheblich zu bestimmen, wer hier sterben soll und wer nicht. Aber gut, wir haben keine andere Wahl. Was ist denn jetzt los? Ah! Ach so, er war das. Ah! Oh mein Gott. Ist das gerade wirklich passiert? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ja, ne? Und das haben wir sie traumatisiert. Oh nein! Ich kann gerade wirklich nicht mehr. Bitte bring mich nach Hause. Ja, das glaube ich dir aufs Wort. Da, voll neben der Spur. Oh Mann, was haben wir getan? Da liegt die Leiche. Okay. Holy shit. Oh Mann, das war ja jetzt krass. Ellie? Oder wer redet gerade? Also es war blau, also war es, glaube ich, in Gedanken. Ich glaube, wir sind das, ne? Alles in Ordnung. Hä?
was fragst du so blöd? Sie hat gerade einen Tod erlebt. Oh nein. Da kommt sie jetzt gar nicht drauf klar. Bitte sag doch was. Warum waren wir so brutal? Mensch, ich mache mir Sorgen. Nichts sagen. Eigentlich hat sie ja gerade ihre Zeit verdient, ne? Ich meine, es ist schon verständlich, dass sie da jetzt erstmal drauf klarkommen muss. Und das ist keine Sache, die man von heute auf morgen verarbeitet. Weil es geht hier um den Verlust von Menschenleben. Wohl das, was einen Menschen am meisten mitnehmen kann, ne? Also, ob wir jetzt die Person, die verstorben ist, gekannt haben oder nicht, ist der Tod eine grausame Erfahrung, ne? Scheiße, was machen wir denn jetzt? Nichts sagen fühlt sich auch falsch an, als ob es uns egal wäre. Ich sag einmal nichts. Mal gucken, was passiert. Das ist eigentlich gut, du hast nichts Falsches gemacht, aber ich glaube, das ist irrelevant. Können wir nicht sowas sagen wie, es war meine Schuld? Du hast nichts Falsches gemacht, geht schon in die richtige Richtung, aber soll ich nochmal nichts sagen? Ich sag nochmal nichts. Noch einmal nichts. Und ich hoffe, es kommt jetzt noch eine Gesprächsoption. Bitte. Und hoffentlich eine bessere. Es hieß du oder er, wir mussten handeln. Ja, aber doch nicht so, du Idiot. Du musst sie doch nicht töten. Nee, das sage ich nicht. Nichts sagen. Oh Mann, die tut mir gerade so leid. Was haben wir getan? Ich konnte doch nicht zulassen, dass er dir etwas tut. Ja. Ich konnte nicht zulassen, dass er dir etwas tut. Das ist ja keine Berechtigung zu morden, Digga. Das will ich auch nicht sagen. Ich weiß nicht, ob es falsch ist, wenn wir jetzt die ganze Zeit nichts sagen. Aber ich will das nicht sagen. Deswegen sage ich nochmal nichts. Bis endlich eine gute Antwort kommt. Du hast nichts Falsches gemacht, kam dem am dichtesten, was ich gesagt hätte. Aber komm schnell, sag was Vernünftiges. Ja, das ist was Vernünftiges. Auch wenn dir das vielleicht nicht hilft. Es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Hoffe ich das? Ja, eigentlich schon. Wobei wir gerade schon echt über die Stränge geschlagen haben. Ne? Wir haben gerade echt was gemacht, wo ich zu Recht denken würde, sie kann uns nie wieder vertrauen. Und dass sie uns das nie verzeihen kann, könnte ich gut verstehen. Und da könnte ich dann nicht sagen, hey, tapp dich mal nicht so. Wisst ihr, was ich meine? Ich sag das hier mal. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Aber muss sie natürlich nicht. Oh Scheiße, was haben wir getan? Das nimmt einen ja voll emotional mit, das Game. Der Roboter ist kaputt. Dusche oder Bett? Übrigens, dieser Kopf da neben der Kamera, ne? Der ist mir auch die ganze Zeit vorher nicht aufgefallen. Ja, einfach nur noch ins Bett, ne? Oh Mann, und das an dem Geburtstag. Huch. Wo geht sie hin? Chillen. Klarkommen. Du, sag mal, ja. Erinnerst du dich eigentlich mittlerweile wieder an deinen Namen?
Rowell. Lon. Nein! ja gut, dann halt nur... Hä, wie mache ich denn zurück? Hä? Hä, wie gehe ich denn zurück? Raulo will ich doch nicht heißen. Hä, bin ich bescheuert? Ah, mit Escape. Alles klar. Ja, dann heißen wir einfach Raul. Komm. Let's go. Oh? Wie lange weißt du den schon wieder? Schon eine ganze Weile. Hä? Warum sagst du denn nichts? Was sind wir denn für ein Typ? Warum verschweigen wir ihr die ganze Zeit alles? Ich glaube, wir lügen. Kann das sein? Wenn wir sagen, wir erinnern uns nicht und so ein Scheiß. Ich glaube, wir stecken mit... hinter diesem Gedankenkontrollexperiment. Und ich glaube, wir labern die ganze Zeit Unsinn. Ich glaube, wir sind eigentlich ein Böser. Wir haben auch eben gerade einfach ganz skrupellos jemanden umgebracht. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwas stimmt da doch nicht. Oh Mann, die tut mir voll leid, ehrlich gesagt. Wieso hast du nichts gesagt? Ich habe mich an Kunsim gewöhnt. Ich weiß nicht. Jetzt, wo ich deinen Namen kenne, will ich dich auch Raul nennen dürfen. Klar doch. Raul ist sogar ein echt cooler Name. Dankeschön. Aber ich glaube, wir hätten auch jedes andere Wort eintragen können. Heslan ist ein wirklich schöner Name. Okay. Kunsimke war einfach nur ein Amnesie-Platzhalter. Und ehrlich gesagt, war das noch nicht einmal nett von mir. Ich glaube, ich war einfach nur ein bisschen angepisst. Ja, es ist ja auch verständlich, wenn du die Kontrolle über deinen Körper verlierst. Das wird mich aber auch ganz schön anfressen, das kannst du aber wissen. Denn da war plötzlich jemand ohne meine Erlaubnis in meinem Hirnchip. Naja, ich wollte mich einfach bei dir entschuldigen. Hä? Du? Bei mir? Wir sind hier an der Reihe, uns zu entschuldigen. Du hast doch überhaupt nichts falsch gemacht. Du hast mir heute zweifellos das Leben gerettet. Ja, aber dafür eins genommen. Dieser kranke Mistkerl wollte mich erschießen. Ohne dich wäre ich also gar nicht mehr da. Also, vielen Dank, Raul. Ja, ich würde jetzt sagen, gern geschehen, aber... Ich glaube, ich habe das vorher noch nie zu jemandem gesagt. Aber ich bin froh, dass du dich in mein Leben gehackt hast. Hä? Wir haben eben gerade jemanden ermordet. Was ist denn das jetzt für ein Sinneswandel? Den finde ich gerade ein bisschen unpassend, ehrlich gesagt. Also rein storytechnisch, vom Plot her, müsste sie jetzt gerade nicht voll denken, was bist du für ein krankes Monster? Müsste sie das nicht von uns denken? Stattdessen sagt sie, danke, dass du in mein Leben gekommen bist. Hä? Okay. Weißt du, vor etwa 5 Jahren war ich mit meiner großen Schwester unterwegs. Zugegeben, wir waren keine einfachen Kinder. Ja, wer es war schon ein einfaches Kind, ganz ehrlich. Oder nicht? So, schreibt mal in die Kommentare, wer von euch ein einfaches Kind war. Und wenn ihr von euch wirklich glaubt, dass ihr ein einfaches Kind wart, dann fragt doch mal eure Eltern, ob ihr ein einfaches Kind wart. Ich glaube, Kinder haben es an sich einfach nicht einfach zu sein. Oder? Ist doch klar. Wir sind doch noch unerfahren. Wir sind doch Kinder. Ja, wie auch immer. Besonders ich nicht. Damit meine ich jetzt nicht, dass wir losgezogen sind, um Geschäfte auszurauben. Sondern eher, dass wir vielleicht nicht gerade oft auf unsere Eltern gehört haben. Sperrstunden missachtet, um länger Fußball spielen zu können. So richtig sperrkriminell, weißt du? Die meiste Zeit habe ich an so ziemlich allem herumgenörgelt. Aber meine Schwester hat immer zu mir gehalten. Sie sagte immer, als sie in meinem Alter war, verhielt sie sich genauso. Am liebsten rannte sie von zu Hause weg, um die Welt zu sehen. Wer will schon zu Hause hocken und sich mit dem Scheiß der HRO indoktrinieren lassen? Spaß stand nicht gerade auf unserer Tagesordnung. Ich hatte schon sehr früh eine unbeschreibliche Liebe zum Wasser. Wasser? Ach stimmt, sie mag es ja auch so gern zu duschen.
Das ist ja ihr persönlicher Safe Space, ne? Meine Schwester beschrieb das Meer immer als Pforte zur Unendlichkeit. Wasser, soweit das Auge dich blicken lässt. Das Gefühl für einen kurzen Moment, wirklich frei zu sein. Es erschien mir als der perfekte Kontrast zu meinem ständig überwachten Leben. Sie lief oft ans Meer und verbrachte dort ihre Tage. Und jedes Mal wünschte ich, sie hätte mich mitgenommen. Mir zuliebe hat sie es dann eines Tages getan. Sie erzählte unseren Eltern, wir würden in die Stadt gehen. Aber in Wirklichkeit fuhr sie mit mir ans Meer. Das einzige Wasser, das ich bis dahin kannte, kam aus unserer Leitung. Ich werde das Funkeln der Sonne auf den Weiten des Ozeans niemals vergessen. Es gibt also noch Ozeane, ja? Weil, hat sie nicht gesagt, dass vom sämtlichen Wasser nur noch von dem, was ursprünglich da war, ist nur noch 22% da? Damit heißt, das heißt ja nicht, dass die Welt jetzt nur noch von 22% mit Wasser überdeckt ist, sondern weniger als das. Es sind ja 22% von dem, was da war, nur noch da. Wisst ihr, was ich meine? Also sind 22% mal 2/3 das Wasser, was noch da ist. Wisst ihr, was ich meine? Na gut, wie auch immer. Als ich die Unendlichkeit erblickte, fühlte ich mich das erste Mal wirklich frei. Meine Schwester sagte zu mir, sie hätte mich noch nie so glücklich gesehen. Aber sie konnte es wohl nachvollziehen. Hätte sie sich nicht selbst bereits hunderte Male dahingeschlichen, ginge es ihr vermutlich genauso wie mir. Sie konnte gar nicht schnell genug schalten. Schalten? Und da rannte ich schon los. Ich wollte es unbedingt berühren. Wissen, wie es sich anfühlt. Und ehe es sich versah, schwamm ich schon im Wasser. Ganz gleich, ob ich schon schwimmen konnte oder nicht. Ja, wahrscheinlich nicht, wenn es kein Wasser gibt. Ich schrie und tobte vor Freude. Wir fingen an, einander mit dem Wasser nass zu spritzen. Oh oh, bitte nicht. Ich glaubte, den schönsten Tag meines Lebens zu haben. Ich ahne Fürchterliches. Und auch meine Schwester sah ich noch nie so lachen. Und dann kam die Flut. Oder? Um ehrlich zu sein, wusste ich nicht einmal, dass sie so schön lächeln konnte. Ich wünschte mir von ganzem Herzen, dass dieser Tag niemals enden würde. Plötzlich hörten wir eine fremde Stimme. Von da an ging alles sehr schnell. Und ich erinnere mich nur noch bruchhaft an die Geschehnisse. Es folgte das Geräusch eines Schusses? Oh nein. Im nächsten Moment sah ich, wie meine Schwester direkt vor meinen Augen umkippte. Also entweder wir hätten ihn sich erschießen lassen, dann wäre eine Retraumatisierung gewesen, weil ihre Schwester erschossen wurde. Oder wir lassen ihn ertrinken, was eine Retraumatisierung wäre, weil ihre Schwester mit ihr ja im Wasser war das erste Mal, also geschwommen ist. Also hätten wir mit beiden sie retraumatisiert. Na, super. Oh Mann, das ist ja ein hartes Game. Also damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, mit dieser Umgang mit Tod, muss ich ehrlich sagen. Gut. Du meinst, dass meine Schwester direkt vor meinen Augen umkippte, mhm. Oh, arme Eddie. Einen Moment, Raul. Es geht gleich weiter. Ja, ja, lass dir Zeit. Also, da darfst du dich auf gar keinen Fall stressen lassen. Was macht sie denn da? Geh. Geh. Als ob sie so gemütlich nicht mehr... Was macht sie denn da mit ihrem Kopf? Soll das Atmen sein? Sie wusste zwar, dass das Betreten des Ozeans verboten war. Zumindest deutete sie im Zug an, dass wir aufpassen und leise sein müssen. Aber mit so etwas hatten wir wohl beide nicht gerechnet. Und als mein jüngeres Ich den Ozean erblickte, war mein Fokus sowieso nur noch darauf gerichtet. Also. Wenige Tage vor diesem Ereignis wurde unser Meer von der HRO aufgekauft. Somit wurde das gesamte Wasser und alles im unmittelbaren Umfeld zu deren Privatgrundstück. Und statt uns aus dem Wasser zu jagen, machte sie von ihrem Recht auf Selbstschutz Gebrauch. Ich werde diesen Moment nie vergessen.
wie aus dem schönen Lächeln, aus dem schönsten Lächeln aller Zeiten, ein großer, roter... Scheiße, verdammt. Oh nein, Ellie. Bevor sie im Meer versank. Mich haben sie vermutlich nur nicht erschossen, weil ich offensichtlich noch nicht strafmündig war und sie dann Ärger bekommen hätten. Hä? Aber ein anderes unschuldiges Mädchen zu erschießen ist okay, oder was? Sie zerrten mich aus dem Wasser und hielten mich fest. Einer von ihnen rammte den Kolben eines Gewehrs immer wieder in meinen Bauch. Hä? Okay. Und ich saß da und konnte nicht aufhören zu weinen. Die HRO informierte meine Familie. Mehr als ein Selbstschuld, was spielt ihr dummen Görn auch auf unserem Grundstück, bekam ich vom Schützen nicht zu hören. Oh Mann. Als meine Eltern eintrafen, waren sie natürlich völlig außer sich. Ich alleine bin für den Tod meiner großen Schwester verantwortlich. Hä? Haben die das gesagt oder was? Nur, weil ich immer wieder genörgelt habe. Ach, come on, Ellie. Come on. Hast du sie erschossen? Nein. Weil ich ihr sagte, sie solle mich mitnehmen. Weil ich geblendet von der Schönheit des Ozeans unachtsam wurde und anfing, wie eine Idiotin zu spielen. Ja, wie dämlich du das erste Mal mehr siehst und dann sofort reingehen willst. Ist doch übel die normale menschliche Reaktion. Was soll das denn? Vor allem, wenn man noch nie Wasser gesehen hat vorher, in dem Maß. Na gut. Weil ich mich gegen unsere Regeln und Gesetze gestellt habe. Es tut mir einfach so unendlich leid. Und ich werde mir das sicherlich auch niemals verzeihen können. Meine Eltern gaben mir natürlich ebenfalls die Schuld. Oh. Noch am selben Tag wurde ich von ihnen verstoßen. Weil niemand in unserem Umfeld ein Pflegekind haben wollte, das gerade seine eigene Schwester umgebracht hat, landete ich hier. Und wo hast du dein Geld her? Seit nun 5 Jahren lebe ich allein. Oh. Lediglich die Betreuer schauen vermutlich ab und zu mal über die Kameras, ob ich noch da bin. Von meiner Mutter habe ich seitdem nie wieder etwas gehört. Oh Mann. Mein Vater hatte mich einmal völlig betrunken besucht. Ich dachte, er möchte mich wieder zurück nach Hause holen. Stattdessen warf er mir nur immer wieder vor, sein Leben zerstört zu haben. Oh Mann. Meine Schwester hätte eine großartige Zukunft vor sich gehabt und ich, nutzloses Balg, machte alles kaputt. Dann ging er auf mich los. Oh, Alter, das Game nimmt hier aber gerade... Das geht hier jetzt aber richtig ins Eingemachte, ne? Holy shit. Holy shit. Für alles Weitere fehlt mir leider die Erinnerung. Ja, das glaube ich, dass du da eine Menge verdrängt hast. So schrecklich, wie das alles ist, was du da erlebt hast, ist das kein Wunder. Aber das war der letzte Kontakt zu Papa. Hm. Oh Mann, Raul. Du bist die erste Person, der ich das erzählt habe. Ist das so? Na okay, ist eigentlich nicht verwunderlich, dass ihr in ihrem Alter das alles erstmal mitschleppt, ne? Aber so etwas Tiefgreifendes jemandem zu erzählen, egal wem, solange es ein Mensch ist, ist immer wichtig. Einfach für das eigene Seelenheil. Die Person muss nicht mal was sagen. Interessanterweise löst es uns, bei uns Menschen, weil wir so soziale Wesen sind, eine Menge aus, über solche Probleme mit irgendjemandem, den wir vertrauen, zu reden. Nur zu reden. Gar nicht auf eine Antwort hören, gar nicht eine Reaktion sehen, sondern einfach nur darüber reden. Sehr faszinierend, aber wundert mich nicht, dass sie das für sich behalten hat. Das ist ja schon hart. Oh Mann. Selbst Nelio denkt, dass meine Schwester wäre weggelaufen. Wieso tue ich das überhaupt? Weil es schrecklich ist und du ein Mensch bist? Oh Mann, die tut mir voll leid. Ach, keine Ahnung. Aber es fühlt sich gut an, es dir erzählt zu haben. Ja, das glaube ich, wie ich gerade meinte. Vielen Dank fürs Zuhören. Gerne, gerne. Das doch immer.